Herzlich willkommen zu einem neuen Action-Mittwoch hier auf YouTube. Ich bin der Heino und mit dabei ist der Thomas. Hallo. Wie ihr am Anfangsbild sehen könnt, neueste Informationen zu diesem Kanal gibt es da auf Twitter. Ansonsten nebenan da auf YouTube findet ihr Videos. Jeden Tag gibt es ein neues und Livestreaming gibt es dort auf YouTube, da auf Mixer und da unten auf Twitch. Immer unregelmäßige Abstände, weil was Genaues kann ich da nicht sagen, sonst hätte ich ja einen Sendeplan und wäre ja ein Fernsehsender. Das bin ich ja nicht. Schön, dass ihr dabei seid. Wie ihr seht, ich habe die Kapitänsmütze auf und das kann nur eins bedeuten, nämlich was, Thomas? World of Warship. Genau, und da schalten wir jetzt mal rüber. Wir befinden uns in World of Warships. Zumindest Thomas und ich, der liebe Nachbar mit der Bohrmaschine, ist nicht mehr dabei. Schade, wir werden ihn unendlich vermissen. Zwischendurch. Nicht immer. Ich habe die St. Louis ausgewählt. Achso, ich bin noch eine Stufe kleiner gegangen. Achso. Bitte. Ne, was haben wir denn? Was haben denn eigentlich? Die Black Swan, wolltest du mit klein anfangen, oder? Jojo, haben wir ja meistens so gemacht, mit den ganz, ganz kleinen. Mit den ganz, ganz kleinen, das Ding. Okay. Dann fangen wir Black Swan, Stufe 1. Genau sowas. Übungsgefecht gegen Bots, ich gehe mal auf bereit. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Spiel. Das ging schnell. Schneller als ich dachte. Ach, vielleicht sollte ich doch mal die Kamera wechseln. So. Unten auf die Facecam. Es läuft einfach weiter und weil es geht so schnell heute mit dem Gefecht. Spielen die alle World of Warships? Gab es irgendwas Neues im Spiel? Ja. Keine Ahnung. Dann ist er eh nur gegen Computer. Ja. Das stimmt eigentlich, die sind... Aber ich bin noch nicht drin. Ja, das weiß ich. Ich ziehe erstmal nochmal. Ich habe noch 3 Sekunden, dann müsste ich theoretisch reinkommen, aber meistens dauert es ja nochmal 10 Sekunden länger. Special Effects, der Nebel. Nee, bei einer Sekunde kann ich schon auf Start klicken, ich bin drin. Ja, ich auch. Das war gerade gut, der Nebel geht weg und schwupps, ich bin im Spiel. Das sind Special Effects hier. Das kriegt OBS Studio nicht so gut hin. So, habe ich das Gefühl, oder ist das Spiel jetzt so leise? Moment. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass so leise und ich am Rauschen dran. Bei mir geht es. Bei mir ist nur die Qualität schlechter als beim letzten Mal. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Allgemein mal was lauter machen. Ich habe das dumme Gefühl, dein Schiff ist schneller. Mein Schiff ist schneller, ich gebe gar nicht richtig Gas. Eine Hermelin rechts. Ich glaube, die hast du schon gefühlt. Oh. Da auf der anderen Seite. Oh, da kommen gleich 3. Ja, ich merk's. Dann dreh ich doch mal die Rohre. Irgendwie höre ich den Sound so. Da vorne ist ja noch eine, die ist ja fast bei mir auf dem Schoß. Hoppla.
So, die ist weg. Ich gehe mal drüben auf die Eri. Ernsthaft? Ich habe mich falsch rumgedreht. Unser Team hat die Führung übernommen. Da war doch gerade noch einer. Ach, da ist er hinter mir. Unser Sieg ist in Sicht. Komm, dreh dich. Ach, dann ist ja eins ist das Ding, was wir da noch haben, oder ein Dreh. Oh, drüber geschossen, das ist doof. Schön in Brand geschossen. Oder kommt eine Insel, mir egal. Hab ich ihn noch gekriegt? Ich bin entweder du oder ich. Wir sind fast zeitgleich eingeschlagen, aber ich glaube du. Ja, ich habe etwas eher gewesen. Ich habe ihn noch gekriegt. Uhu. 72 freie EP, 355 normale EP, 17.000. Coole. Jo, genau. War jetzt nicht viel. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe Prämie noch gar nicht drin. Ne? Willkommen im Club. Huch, ich bin direkt wieder sofort im Hafen. Hallo, was ist denn das heute so schnell? Schalt mir mal schnell auf die Hafenkämme um. Sodele. Ja, das war wirklich eine schnelle, ruhige Nummer. Wo ist die St. Louis? Ab jetzt menschliche Gegner und wir kriegen so richtig auf die Fresse. Oh ja. Okay. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Gefecht. Wir befinden uns im Spiel, die Salomoninsel mit der St. Louis. Ich habe mal schnell Premium nachgekauft und zumindest für einen Tag für diese Spielaufnahme. Und ich habe die Lautstärke ein wenig angepasst. Ich habe mich gewundert, warum ist das Spiel so leise? Naja, vielleicht hätte ich einfach mal die Lautstärke in den Kopfhörern hochstellen sollen. Jetzt natürlich schön, jetzt habe ich hier einfach was verändert. Wir fahren aufeinander zu. Warum? Wo fahren wir hin? Ich wollte Richtung. Das passt. Aber da wären aber noch drei Schiffe mit durchgekommen. Ja, da bin ich aber froh. Wo wollten wir. Die Strafen kassiere doch immer ich. Wo wollten wir jetzt hin? Ich wollte Richtung C, weil ich gesehen habe, da bewegen sich wohl ein paar hin, aber. Das sah auch nur so aus, als ob. C, ja, auch von den Gegnern fahren ein paar hin, ne? War doch klar. So, wir haben HE geladen. Das ist gut, ich habe AP geladen. Was spielen wir denn? Anzünder oder Locher? Ja, ich habe einen Locher. Oder rüsten wir die Karre? Ich bin mir noch nicht sicher. Doch lieber HE. Hey. Hat der gerade über den Berg rüber geschossen, mich in Brand? Ja, der schießt da über die flache Insel. Da ist eine St. Louis da hinten. Scheint drüber zu rotzen. Die taucht da gleich zwischen den Inseln auf. Na, die gehen alle zu früh rein, oder? Also 5-6 ist vorhalten, glaube ich. Bei dem definitiv nicht. Da sitzt einer im Berg. Weymouth. Das ist natürlich noch schöner.
Schön wäre es, wenn ich die auch alle treffen würde. Ach, jetzt fährt die der Kerl auch noch zurück. So. Ich wollte aber hier eigentlich wegfahren, weil so schön ins Krisengebiet war. In welche Richtung fährt die wohl immer auf denn? Gerade war sie noch im Rückwärtsgang. Jetzt könnte es sein, dass sie wieder auf uns zukommt. Ja, jetzt verpisst sie sich ja gerade in den Nebel, der geschmissen wurde. Wo bist du? Ach, da. Die gehen alle ins Leere. Ja, St. Louis kann ich auch nicht mehr treffen. So, zurück zu Plan A. Hm. 16 Treffer bisher. Dabei wollte ich noch gar nichts treffen. Was haben wir hier? Eine St. Louis, eine kleine Wickers. Und eine Mikasa hängt da auch noch irgendwo rum. Und ich komme hier gerade mit Vollgas um die Ecke. Die kleine Wickers hat wahrscheinlich schon geschmissen. Ich glaube, die kleine Wickes wurde schon versenkt. Nee, doch nicht, kann nicht sein. Auf jeden Fall nimmt die St. Louis mich unter Feuer. Ja. Oh, da kommt noch eine Bugatür. Ach, die nehme ich alle unter Feuer, die Schweine. In Brand gesetzt? Was zahlst du den Leuten eigentlich immer, dass sie nur mich unter Feuer nehmen? Sage ich dir nicht. Du könntest mehr zahlen. Ich hab's befürchtet. Da ist die Vickers. Muss bei dir vor der Nase irgendwo lang gefahren sein. Ja, ich bin gerade die. Wieder Ausfälle am Brennen. Sauf doch endlich ab, Mensch. Immer noch nicht? Doch, ich hab's immer beseitigt. Ah, na danke schön. Doppelkreuz uns gerade doof. Irgendwo kommt Torpe. Oh, die treffen dich, falls du nicht schon versenkt wurdest. Ich wurde vorher versenkt, aber ich glaube, ich kann ein, zwei Torpedos. Ja, ich bin ja eh dran vorbeigekommen. Aua. Nur gucken, wo war denn die Wickes? Da. Ne, das ist nicht die Wickes. Wo ist denn die Wickes jetzt hin? Da. War das Schiff nicht frei? Bogatür. Ja, ich höre schon wieder Pfeifen. Hinter dir Torpedos, also. Ich bin nicht mehr rechtzeitig aus der Waffensicht gekommen, aber es scheint kein Problem gewesen zu sein. Oh, du bist. Problem ist, du bist als Einziger da. Nein, da ist noch ein kleiner von uns. Ja, aber die zwei anderen Großen nehmen dich voll ins Feuer, weil die anderen sich von uns zurückhalten. Oh, ich brenne. Die Kleine ist weg. Unser Team hat die Führung übernommen. Die Frage, die Boga... Torpedos hinter dir? Ich sehe sie nicht. Gehen vorbei. Ja, ja. Da ist die eine. Mikasa ist rechts neben dir. Ja, aber hat sich gleich erledigt. Ja, aber du hast die Mikasa schön abgelenkt, dass der Torpedowerfer von uns schmeißen konnte. Oh ja. Oh ja, 4 Stück oder was gefressen und die müsste jetzt weiter sinken. Das war erstklassige Arbeit. Mal gucken, ja, kann,
Kann die Valkyrie nochmal setzen? Unser Torpedowerfer. Ungünstiger Winkel. Aber die Mikasa trifft auch nichts. Ah, tatsächlich, komplett ungünstiger Winkel, wo er geschmissen hat. Ah, aber die dreht. Den konntest du streicheln. Hätte ich jetzt gedacht, den frisst er. Oh. Wenn sie jetzt nochmal werfen jetzt, kann. Jetzt schmeiß nochmal. Bitte hab noch die Rohre voll. Komm schon. Oder die dreht gerade, um die andere Seite werfen zu können. Wow, schade. Jetzt voll kommen die anderen von uns langsam an. Reste schießen. Leichenfledderei. Ja, ja. Ist da nur ein Duell 4 gegen 4? Aber oh. Da siehst du wieder auch, die Toronto oder was schießt diese rote Leuchtspur. Was auch immer das für eine Munition ist. Liegt doch Premium-Munition, gibt's aber nicht. Ja. Aber ist ja beim letzten Mal, das erste Mal aufgefallen. Keine Ahnung, was das ist. Elegant drüber geschossen. Naja, da wir beide raus sind, ich glaube nicht, dass wir uns den Rest antun müssen. Wir sehen uns in der Endabrechnung. Wir sind zurück in der Abrechnung. Was haben wir? 67.000 Kohle. 4.000 EPs und knapp 900 freie EPs. 72 Zieltreffer, 6 Ausfälle, 26.000 Schaden. Was sagt die Teamwertung? Kein bloß die Schnauze. Ich bin im Mittelfeld. Ja, ja, aber wieder vor mir. Ich habe 2 zerstört, aber zu wenig getroffen, würde ich mal sagen. Also, warum wird hier die Taranto hell angezeigt und die Nino Bixio? Das sind die 3, die überlebt haben von uns. Ah, und alle anderen sind versenkt. Sind versenkt und da wird dann der Name auch fast ausgeblendet. Das haben sie wohl auch neu gemacht, ne? Ach, gute Frage. Na, immerhin, ich bin im Mittelfeld und Thomas auch soweit. Ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. Wir gehen zurück zum Hafen. Zurück im Hafen. Thomas sagt, ich habe einen Container. Habe ich einen Container? Ich habe einen Container. Container. Ich habe auch einen Container. Ich kann den aber nicht aufmachen. Sprechen fällt euch schwer. Was haben wir? Mehr Kreditpunkte, Signale, mehr Ressourcen. Versuchen Sie Ihr Glück. Ach komm. Wer so spielt, der kann nur auf Glück hoffen. Da kommt ein Glückscontainer und drinnen ist. Ach, ich muss draufdrücken. Sie haben 4 Container. Sag mal, hast du mal eine Flex oder so für mich? 750 freie EP. Toll, nächster Container. ...50.000 Kohle, dreimal Flaggen Zulu, dreimal Indy Bravo, Terra Free, sehr schön. Jetzt habe ich auch die Einblendung Container öffnen. Was haben wir noch? Zeit. Zweimal 50.000 plus 3 Flaggen Zulu Hotel, Kapitänserfahrungspunkte, brauchen wir immer. Und eine riesengroße Überraschungskiste. Was ist das? 4 Tarnanstriche. Neujahrsluftschlange. Ach du Scheiße, weißt du, du bist schon nicht mehr im Spiel. Kapitäns-EP plus 150%, freie EP 100%. Erfahrungspunkte je Gefecht 100%. Erkennbarkeit zu Wasser minus 3% und Streuung von Granaten plus 4%. Also Granaten, die auf mein Schiff abgefeuert werden. Die Granaten, die ich abfeuere, die haben immer 100% Streuung. So, mehr oder weniger. Ja, fein, schick. Bleibt die Frage, was spielen wir als nächstes? Da was wohl? Dein Liebling. Minenleger? Unsere Lieblings. Was? Minenleger, Nikolas oder Faragut? Torpedoleger, ja, natürlich.
Nikolas oder Faragut? Faragut. 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 Nee, da mache ich keine besondere Tarnanstrich drauf, weil da steht von vornherein fest, dass ich versage. ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im Spiel. Wir sind im Spiel auf der Karte. Habe ich vergessen. ja. Thomas hat ich den. Ich bin noch nicht drin, ist neuer Morgen. Also, das ist üblich, es pisst wie immer. Thomas hat gesagt, man sollte von der Beflaggung Rammschaden reinnehmen. Oder vom Kapitän zumindest. Ich sehe das ein bisschen skeptischer, weil wir saufen ab, bevor wir überhaupt noch in der Nähe sind, um Torpedo zu schmeißen und dann auf Rammen zu gehen. Ich fahre nach A. Das ist so ziemlich optimistisch, finde ich. Finde ich gar nicht. Dieses Schraubengeräusch. Wie die Turbos am Pfeifen sind. Haben die Turbinenantrieb gehabt damals? Also Gasturbine? Keine Ahnung. Ich dachte, die haben da noch so einen Kohleofen drin. So, ich gebe mal Gas. Wer? Wo? Da unten bei C? Ich nicht, das brauche ich gleich noch zum Flüchten. Ich fahre dahin, wo eine Minekase ist. Eine König haben wir hier, eine Bad Johnny. Eine Minekase, die auch schmeißt. Wir sind sowas von im Arsch. Aufgeklärt. Ich habe was aufgeklärt. Oh, eine Kongo, eine Ismail, eine Faragut. Hübsch. Wahrscheinlich zu weit weg, um irgendwas zu treffen. Übrigens, man beschießt dich. Ach was. Torpedos auf Backbord. Ach, Torpedos kommen ja auch noch an. Ich bin hier am Sliden mit dem Ding. Ja, die bessere Kurvenlage als... Der hat eine bessere Kurvenlage als mein Rollstuhl, also muss ich mal sagen. Oh, da ist ein Nebel, da ist bestimmt die Faragut drin. Ja. 100 Pro. Die Bayern, da komme ich wahrscheinlich nicht nah genug ran. Die Minekase ist verschwunden wieder. Ja, die Faragut ist aber viel zu weit weg, die Minekase auch. Da sind zwei drin. Ich weiß, und ganz viele große, da sind also quasi alle. Die Bayern. Versuch mich jetzt oben über die Inseln ranzuschieben. Ach scheiße, das sind zwei Inseln, ne? Bei dir sind noch zwei kleine. Was sagst du, Militärstützpunkte geben Punkte? Keine Ahnung, ausprobieren. Ich brenne. Feueralarm! Der Punkt jetzt, Militärvorposten zerstören bringt gar nichts. Ich dampf mich mal ein hier. Nebelwerfer gestartet. Aber wir leben schon verdammt lange. Ja, das stimmt. In einer Minute habe ich erst Torpedos. Leute, in einer Minute bin ich. Ach du Scheiße, da kommt auch noch eine große Graf Spee, aber die könnte schon im Kartenrand hängen. Kann ich mir vielleicht krallen.
Ja, nicht zu viele andere noch rumhängen. Die Bayern, habe ich die getroffen? Ja, ich bin mit kompletten Maschinenschaden ausgefallen. Torpedos direkt voraus. Acht Sekunden. Scheiße, jetzt kommt immer noch eine Insel im Weg. Wollte doch gerade die Graf Spee ins Visier nehmen. Aber. So, ich versuche die Ismail unter Feuer zu nehmen. Ich fahre also jetzt da einmal rein. Ja toll, hat die Graf Spee aber mal volles Fund abgedreht. Oh, ich brenne. Ah! Scheiße! Bist weg? Oh, 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 oh. Ja, ich war direkt an der Graf Spee dran. Ich habe mich versucht gerade einzudrehen. 2-3 Sekunden mehr und ich hätte die Torpedos werfen können und dann hätte die nicht mehr ausweichen können, wenn wir Breitseite lagen. Hilfe! Feueralarm! Maschinendust aktiviert! Hey, ich habe einen Kahn zerstört. Ich auch, meinen eigenen. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich hielt noch mich. Torpedos achte aus. Ja, schön. Ja, toll, die erste Runde Torpedos so schön abgelegt, da hat das blöde Ding doch abgedreht und die zweite Runde nicht mehr gelegen können. Mein Schiff hält nur noch durch Panzertape, ey. Deins hält wenigstens noch, bei mir ist Grillparty auf allen Decks. Hast du mal ein Pflaster? Hm, hat er nicht. Jetzt ist auch egal. Ich hab ein Schiff versenkt, yay. Yeah. Mit Torpedos. Uhu. Naja. Also ich nicht. Aber schwarzer Rauch, ich glaube, das Fleisch ist angebrannt bei der Grillparty. Das ist wie im Vatikan, das bedeutet, wir haben neuen Captain. Da war es aber weißer Rauch. Ja, bei uns wird nicht gewählt, da wird eingeäschert. Ach so. Ja, ich würde sagen, immerhin 8 Minuten die Aufnahme. Nicht schlecht. Dreh ab mit deiner Graf Spee, fahr mir nicht noch eine Delle in den Lack. Da noch eine Graf Spee oder bist du in dem Nebel da? Nee, bei mir hier eine. Okay. Ja, ich hatte ja gehofft, dass ich sie platt krieg. Schönes Gefecht. Wir sehen uns in der Endabrechnung. Wir sind in der Endabrechnung. Das war noch ein richtig spannendes Match. Am Ende, ich gehe mal kurz auf die Teamwertung, war nur noch die Minekase übrig von den Gegnern. Und das war richtig knapp gewesen. Die Zeit war fast abgelaufen und wir waren am Aufholen. Aber es hat tatsächlich nicht mehr gereicht, obwohl wir noch die meisten Schiffe hatten. Das kleine Bötchen hat echt gewonnen. Als Leistung finde ich das nicht schlecht. Obwohl am Ende ist der offensiv in den Angriff reingegangen gegen 2 Fusos. Wenn du schon 2 Punkte eingenommen hast und also doppelt so viel Punkte wie der Gegner bekommst und hast dann nur noch 30, 40 Punkte bis zum Sieg, dann würde ich mich eher bedeckt halten und den ausweichen, weil keiner von unseren Schiffen war auch nur ansatzweise in der Nähe, um den noch ein Gebiet abzunehmen. Also da noch in den vollen Angriff reinzugehen, das wäre mir so eine gründliche Breitseite und wir hätten gewonnen. Also
Riskant gespielt, aber immerhin. Was habe ich gekriegt? 126.000 Geld. 2.800 Erfahrungspunkte, 560 freie Erfahrungspunkte. 10 Treffer, ein Torpedo, viermal aufgeklärt, ein zerstört, einmal Wassereinbruch, ganz viele Kampfaufträge. Was hast du? Ich überbiete das. Gefechtsleistung, kein Beitrag zum Gefecht. Okay. Null Punkte? 800, zusammen 1000 Punkte habe ich schon gemacht, aber 4 Torpedos geworfen, das war alles. Okay. Nichts getroffen. So, ich bin unten. Im unteren Bereich. Obwohl ich nicht so viele Punkte gemacht habe. Heilige. Wie viel haben dann die anderen an Punkte gekriegt? Nicht schlecht, aber dieses aufgeklärt, ne, das gibt immer reichlich Punkte. Muss man ja mal sagen. Und ich habe Kreditpunkte, EP. Weil ich Premium habe. Ja, 700 Erfahrungspunkte mehr durch Premium. Aber das Geld hat sich fast verdoppelt. Mit Premium-Konto. Und der Kapitän hat einen, da möchte ich nicht wissen, was ich sonst gekriegt hätte. Hat einen Punkt dazu gekriegt. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns wieder im Hafen. Wir sind zurück im Hafen und ich denke, wir fahren mal was Großes. Ich werde also die Ataro nehmen, Stufe 8. Und Thomas nimmt die... Verdammt, gerade hat er es noch gesagt. Colorado, ja. Haribo Colorado. Wo wir schon beim Essen sind, ich habe einen Japaner, es gibt Reis, Baby. Ich bin total fasziniert, wenn das Schiff beim Wellengang aus dem Wasser rausgeht, was da für Algen am Rumpf sind. Vor allen Dingen beim japanischen Schiff. Ich dachte, die knabbern das alles runter. Naja. Fällt das schon unter Alltagsrassismus hier in Deutschland? Wenn ich so eine Äußerung mache? Keine Ahnung, du solltest auf jeden Fall bei deinem Schiff putzen, wenn da so viele Algen dranhängen. Ja, ist die Frage. Gebe ich der Mannschaft einen Schwamm oder Sojasauce? Wir sehen uns im Spiel. Wir befinden uns im Gefecht, beziehungsweise in 3 Sekunden geht's los. Thomas wird dann in ungefähr 10 Sekunden nachkommen. Die Schlacht beginnt. Machen wir ihnen das Leben schwer. Die Map heißt Tränen in der Wüste. Ich kenne sie noch nicht, aber die Tränen sind gerechtfertigt. Spätestens dann, wenn ihr seht, wie wir spielen. Wo müssen wir denn hin? Ein rosa Schlüppi? Die fahren schon wieder alle ohne mich. 2 rosa Schlüppis? Oh geil. Wir haben Teamkiller an Bord. Ja, und 2 rosa Schlüppi. Wo bist denn du? Ach, da ist die Colorado. Wo wollen wir denn hin? Also ich fahre nach C. Ich fahre mal nach C. Wo ist denn C? Links runter. Okay. Ja, da hab ich die Rohre schon in der passenden Position. Wie ist denn das jetzt zu verstehen? Was denn? Da habe ich die Rohre schon in passender Position. Ich komme hier immer mit so einer Verzögerung ins Spiel, dass das Spiel eigentlich schon läuft und die Maus war wohl so, dass die Rohre schon mal nach rechts gegangen sind. Ich gehe ja auch nicht ins Bordell und sage, ich nehme hinten die linke, weil ich Linksträger bin. Nicht? Nee. Also es scheitert schon dran, dass ich nicht ins Bordell gehe. Also. Ja, da wird's bei mir auch schon scheitern. Aber der eine hat gerade auch wieder eine Verwarnung gekriegt. War das der oder war das jemand anders mit der Verwarnung? Ach nee, da hinten, die Bismarck. Ist mit dem rosa Schlippi am Knuddeln.
Liebe Bismarck, rosa bedeutet in dem Spiel, das ist ein Teamkiller, nicht, dass er auf dich steht. Auch wenn er da versucht, dir was reinzudrücken. Das ist... Irgendwie habe ich das Gefühl, das artet heute komisch aus. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir wohl rausschneiden, aber so aus Jugendschutzgründen oder so. Mein Kanal ist ab 18 gefleckt. Ah, okay. Tja. Was haben wir vor uns? Eine Mayhem. Zwei Mayhem. Geil, der nennt sich Panzerschrank. Was für eine Reichweite habe ich mit dem Kahn eigentlich? 15 Kilometer? Alsace? Whatever. Wer hupt? Bist du das wieder? Ist weit weg, ist auch weit weg. Noch weiter als weit weg. Kriegen die zwei Mayhems das da unter sich geklärt oder? Bestimmt nicht. Die New Orleans dreht schon ab. Kilometer Alsace? Können wir eine kleine Überraschung machen? Guck. Oh. Wer steht denn da an der Küste? Wer ist denn so schlau und fährt da nochmal in Brand geschossen? Flugzeuge. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Wie sind die Alsace? Die steht da an der Mauer. Bleib nach. Ach da. Jo, jetzt kriege ich sie gleich auch in Reichweite. Mit alle vier Geschütze, das ist ja praktisch. Wow. Was sagt denn hier die... Geil, nicht... Der ist weg. Nicht einmal getroffen. Was sagt denn die Mayhem? Komme ich da irgendwie... Die ist hinter der Insel. Eine Neptun. So, das Ding ist weg. Den Neptun kriege ich auch ins Visier. In Brand geschossen. Schieß auf 10 Kilometer mit Torpedos. Haben die überhaupt so viel Reichweite? Wahrscheinlich nicht. Torpedos auf Steuerbord. Ich drehe gerade ab. Ah, fuck. 1, 2, 3. Höhenbruch. Wasser dringt schnell ein. Kritischer Maschinenschaden. Ja. Problem gelöst. Und noch keinen Schaden verursacht, aber zumindest mal ein paar Treffer. Auch noch viele Torpedos. Wo kommen sie denn? Wo kommen sie denn? Ach da, von vorne. Torpedos voraus. Was? Ah, da von der Seite kommen auch noch welche. Achtung. Hallo, Kollege New Orleans. Guten Morgen. Ich habe einen Wassereinbruch, ich sollte mal was tun. Schön, dass wir mal auf die Karte gucken.
Ist ja nicht so, als wenn ich das jedes Mal machen würde. Oh, der ist hinter... Habe ich euch aber schön ein paar Torpedos abgefangen. Das ist aber nett von dir. War aber so nicht geplant. Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück? Ja, kriegen wir das schon? Mal gucken. Ach du Scheiße, irgendeiner hat mir wieder eine volle Salve bei mir reingejagt. Hihihihi. Übern Berg. Oh, Flugzeuge habe ich vom Himmel geholt. Da hinten ist eine Hipper. Ich habe hier erstmal eine North Carolina. Torpedos Achter aus! Torpedos Achtern, also von hinten. Ah, die dreht ab. Jawoll! So. Unser Team hat die Führung übernommen. Oh, da kommt mir eine Insel in die Quere, das ist natürlich doof. Laden die noch nach. Autsch. Ich glaube bei... Ich weiß gar nicht, haben meine Torpedos überhaupt so viel Reichweite? Das kann mir jetzt auch egal sein. Puh. Oh, ich glaube, ich habe hier gerade auch Spaß mit drei Schiffen oder so. Bei der Streuung wird das überhaupt was? Also die zwei Torpedos könnten gut aussehen. Oh, oh, Patsch. Einen habe ich noch reingekriegt. Bei mir hat das Spiel auf einmal gesponnen. Ich habe mir die anderen Sachen hier aufgemacht am PC. Bist du noch drin? Ja, ja. Ja, ja. Wo bist denn du? Also, gleich auf dem Meeresgrund. Ich mach wieder Grillparty. Ich seh dich nicht. Ich dachte, ich mach wieder Grillparty. Ach, du bist weg? Dreht sich gerade, ja. Ich hätte da noch so ein Schiff so ein bisschen massakrieren können, aber mein Spiel spinnte. Also, was habe ich? 6 Flugzeuge, einmal das, 44 Treffer. Torpedo, dreimal in Brand geschossen, einmal Wassereinbruch, zweimal aufgeklärt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. 19 Treffer, 3 Flugzeuge, einmal zerstört. Unser Team hat die Führung übernommen. Go Team, go! Ich werde vom Meeresgrund mit den Seehunden Applaus klatschen. In diesem Sinne, wir sehen uns in der Endabrechnung. Wir sind zurück in der Abrechnung. Ja, das war noch echt ein schönes Schauspiel. 2 Flugzeugträger im direkten Nahkampf mit den Kurzdistanzgeschützen. Da muss ich sagen, da hat der Flugzeugträger aus unserem Team echt Eier gehabt, so eine Aktion durchzuziehen. Durch die gegnerischen Schiffe durch und sich in den Nahkampf begeben mit einem anderen Flugzeugträger. habe ich auch noch nicht gesehen. So, was haben wir? Über 300.000 haben wir an Kohle erhalten. Über 5.000
Erfahrungspunkte, über 2000 freie Erfahrungspunkte. Das hat sich echt gelohnt, ey. 15 Kohle hat er mir abgenommen und ein Erfahrungspunkt wegen Strafe, wegen Schaden an Verbündeten. Ist toll, der hat mich gerammt. Ich kriege aber was abgeschlossen. Naja. 2 Kampfaufträge habe ich abgeschlossen. 54.000 Schaden, 44 Zieltreffer, 1 Torpedo, 6 Flugzeuge, 3-mal in Brand, 1 Wassereinbruch, 1 Eroberung, 2-mal Aufklärung. Das sieht gut aus. Für mich hat es gereicht ungefähr für die Mitte. Was hast du, Thomas? Nicht viel. 18.000 Schaden, 19 Treffer, 3 Flugzeuge runtergeholt, 1 versenkt, 1 Kampfauftrag. Also ich muss sagen, von den Punkten her alles, das hat sich richtig gelohnt. War eine schöne Runde. Ich mag die Atago. Finde ich echt ein tolles Schiff. Ich möchte ein Ruderboot haben, mit einem Maschinengewehr drauf. Ja, genau. Es gab hier früher im, wie hieß der Krieg nochmal, Nordamerika, Südamerika. Die haben Ruderboote gehabt mit einer 10 GA, eine 2 oder eine 4 GA Schrotflinte. Also auf Enden schießt man irgendwie mit 12 GA, das sind die größeren Schrotpatronen, oder die 20 GA, die kleineren. Wir reden hier von 2 GA. Das war also richtige Zimmerflachs. Die hat man auch mit 2 Leuten getragen, die wurden auf dem Ruderboot drauf geschnallt und da hat man sich angeschlichen und dann mit dem Ding geschossen. Wobei man sagen muss, dass das Ruderboot dann aber rückwärts gefahren ist nach dem Schuss. Konnte man auch nur im Liegen nehmen, benutzen, weil man sonst über Bord gegangen ist. Gibt es diverse Videos auf YouTube drüber. Sehen absolut klasse aus. Gibt auch welche, die damit noch Schießübungen machen. Und naja, damit trifft man eine ganze Hauswand großflächig. Also nicht schlecht. Kann man machen. Ja, kann man echt machen. Okay. Das war's. Für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch in Thomas Namen. Wie immer, wie ihr hier am Endbildschirm seht, neueste Informationen zum Kanal gibt es da bei Twitch. Neueste Videos, unter anderem auch diese Reihe Action Mittwoch, gibt es da bei YouTube. Ansonsten Mixer, YouTube und Twitch gibt es Livestreams die Woche über. Schaut einfach mal rein, würde mich freuen. Wir sehen uns in diesem Sinne. Bis dann.